Geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt Jurassic Park keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Wir sind jetzt also vor den Dinosauriern geflohen und warum halten wir versuchen uns, versuchen die Frau da zu retten, ins Besucherzentrum zu bringen. Und jetzt sie ist wunderschön. Steht hier ein Dino auf der Straße. Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Wir haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, sobald... Du ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Ich hoffe doch... Was macht sie hier draußen? Ah, ich glaube, ich habe es richtig eingestellt. Weil ich hatte versucht, einen Controller anzuschließen, aber irgendwie wollte das alles nicht. Ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Einen Moment, warte hier. Ja, das ist so cool. Ruhig, Mädchen. Musa, Kali, Musa, hm? Schmeckt dir das etwa? Ja, und ihr seht, es ist doch noch so eingestellt. Kurzen Schnitt. So, jetzt haben wir es wieder richtig eingestellt. was können wir denn hier machen? Na, wie bist du hier rausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwie die zurück ins Gehege kriegen. Komm schon, Mädchen. Beweg dich. Ah, nicht, dass sie... Was ist denn mit dem Tor? Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können, aber... Solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung, oder? Sie ist niedlich, hm? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Also sind die Tore anscheinend auf gewesen bereits? Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Stimmt's, Bakita? Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Neue Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Ja, Teenager. Okay, ich muss dich hier wegbekommen. Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Ja, wo ist denn das Gerätelager? Da anscheinend. Außer dem Türhebel noch Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Na sicher nicht für den Schnee. Oh, bäh. Im Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Ja, natürlich geht die Tür nicht auf. Also müssen wir jetzt zum Auto zurück und... Jess, du musst für mich das Parkhandbuch mit den Zugangscodes finden. Es müsste im Handschuhfach sein. Im Handschuhfach... da. Hast du die Codes? Ist es in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode für das Triceratops Gerätelager. Ah, okay. 1, 5, 6... 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. So, jetzt müssen wir eigentlich reinkommen. Ja. Hm,
Leg mal den Schalter um. Müsste klappen. Und jetzt noch Bakita von ihrem Snack weglocken. Na los, Mädchen, geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. Ja. Wie kriegen wir die denn jetzt hier weg? Das ist eine gute Frage. Soll ich das nochmal probieren? Dad, ist dir aufgefallen, dass ein riesiger Dinosaurier im Weg steht? Ich habe immer gesagt, dass du Köpfchen hast. Sieh mal nach, ob im Auto etwas ist, um sie zu bewegen. Du willst doch nicht allein hier draußen sein. Möchtest du nicht wieder zu deinen Schwestern? Brauchst du Hilfe dabei? Nein, aber ich bin ja, das bringt nichts, das bringt nichts. Ich arbeite daran. Gucken wir noch mal im Auto. Licht. Falls sie mich hören können. Keine Sorge, mein Dad kümmert sich um sie. Dad, sag Bescheid, wenn du den Code wieder brauchst. Hat sich erledigt. Hier ist nichts in dem Auto. Vielleicht ist da ja noch irgendwas drin, ne? Okay, da können wir anscheinend nichts machen. Oh, wie kriegen wir die denn da jetzt? Ah. Immerhin sind wir noch auf dem richtigen Weg. Oh, war ja nicht sehr hilfreich. Ist das da? In deinem Gehege ist genug Futter, Mädchen. Da gehörst du hin. Verdammt, wie soll man die denn jetzt da wegkriegen? Wie kriegen wir dich bloß davon weg? Noch mal im Auto gucken, aber... Ah! Ups! Oh. Ja, man sollte nicht Escape drücken. Fortsetzen. Was hat die Frau auf der Straße gemacht? Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann ist sie also nur irgendeine Verrückte, die hier durch den Dschungel rennt? Könnte sein. Wir fragen sie, wenn es ihr besser geht. Jetzt müssen wir ja... Ja! Oh Mann! Oh, verdammt. Versuch's mit den Scheinwerfern unter der Hupe. Irgendwas, um sie abzulenken. Okay. Yeah.
Vielleicht hupen? Guck mich nicht bloß an, beweg deinen Hintern. Und dann Scheinwerfer. Ja! Gut, du hast sie von dem Zweig weggelockt. Jetzt können wir dieses verdammte Ding da hoffentlich endlich wegnehmen. Ja. Schön reingehen. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Jetzt kann ich das Tor schließen. Jetzt können wir endlich das Tor schließen und weiterfahren. Ja, so ein großes Tor ist ganz schön schwer, kann ich mir gut vorstellen. Hey, hey. Nein, ich geh wieder rein. Jess. Ich bin dabei. Ah, geh schön wieder rein. Oh Gott. Oh nein, das Alpha-Tier. Jess, hör auf zu hupen! Uiuiui, ui, ist das ein Riesenvieh. Oh mein Gott. Ah. Verdammt. Oh oh.